Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Vegetarisch. Diesmal, ja, ohne Chris und Hendrik. Aber damit es trotzdem so lustig bleibt wie in den letzten Folgen, habe ich mir mal ein paar lustige Fragen rausgesucht. Naja, sie sind lustig, aber auch ein bisschen, naja, dumm. Bumm, ja, dumm. Ich muss aber erstmal eben hier mein Inventar. Nee, die Eisenspitzhacke benutze ich dafür jetzt gerade mal nicht. Sortieren. So. Jetzt habe ich hier unten nämlich schon mal ein paar. Also eine Kiste jedenfalls. Welche Ebene haben wir denn aufgehört? Ebene 62, ja. Ich habe mir, wie gesagt, im Internet ein paar Fragen ausgesucht, habe da eine gute Seite gefunden. Beziehungsweise sogar mehrere gute Seiten. Ich glaube, ja, es sind jetzt nicht so viele Sachen, aber ich könnte jetzt runterrattern oder so, aber. Ich bringe die einfach zwischendurch ein. Zum Beispiel hier fangen wir mal mit dem ersten an. Ja, was sucht ein einarmiger Mann in der Einkaufsstraße? Finde ich ist einer der besten. Ja, ein Secondhand-Shop. Oh, ja, es sind mehr so, naja, Flachwitze. Kann man dazu Flachwitz sagen? Ironische Flachwitze. Ich glaube schon. Bevor ich den nächsten erzähle, da fällt mir nämlich gerade noch sowas ein. Bei uns, bei dem Sportplatz bei uns, da ist so eine kleine Hütte, da werden so Sachen für Weitsprung, für Hürdenlaufen und so Weitwurfbälle und so aufbewahrt. Und das ist bei uns die Pedo-Hütte, weil da immer irgendwie, wenn wir da irgendwas rausholen, liegen da irgendwie so Hosen und so in der Ecke. Das ist merkwürdig. Deswegen, dieser Hütte widme ich den nächsten und, ja. Das ist hier, was sagt man, wenn man wenn ein Spanner stirbt, ja? Der ist weg vom Fenster. Ja, und das ist die Bedo-Hütte bei uns. Da liegen immer so Schuhe, Taschen und so drin und Hosen halt. Ja, und Unterhosen. Und ach, ist ein bisschen merkwürdig. Ich sollte mal einen Timer starten. Ja. Fällt mir dazu demnächst noch was ein, was ich da vorher sagen könnte. Weil ich will hier nicht alle halt so runterrattern, das merkt ihr vielleicht schon, sondern auch noch was Sinnvolles da halt vorweg sagen. Irgendwie was aus meinem Leben, was weiß ich. Ist auch gleich leer. Ja, zu dem fällt mir jetzt nichts ein. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Ja, man nimmt die Eier hinaus. Ja, da habe ich noch eine Spitzhacke. Genau, und zu dem ist mir jetzt nichts eingefallen. Okay, der nächste ist. Der ist nicht gut hier. Den lasse ich weg, weil der ist wirklich nicht gut. Ja, ach, hier. Ach, die gehören zusammen. Ups. Also, was ist fies? Einen Blinden ins Kino schicken. Sehe ich jetzt nicht so fies, aber der danach ist schon gut. Wenn es ein Stummfilm ist. Ja. Ich glaube, zusammen ergeben die mehr Sinn und sind auch zusammen wahrscheinlich lustiger. War wahrscheinlich gedacht, dass man sich alle durchliest, glaube ich. So, willst du mich verarschen? Kann ich den nur mit Eisenspitzen abbauen oder was? Kann ich selbst gebaute Blöcke nicht mehr. Ich muss mal in den Game Mode wechseln. Ich hoffe, das geht. Game Mode 2, nee, 1 ist es, glaube ich. Sorry, aber das ist einfach merkwürdig gewesen. Ja, einer, der es mir selber eingefallen ist, auch ein ziemlich guter. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mädchen, wenn hier welche zugucken, das verstehen, aber ja. Am Morgen ist, also morgens, zum Beispiel Montag, was weiß ich,
ist das Aufstehen nur das zweithärteste. Der ist schon wieder so, also der ist so flach, aber auch wieder so genial, dass er. Ich kann, glaube ich, meine Axt hier drin, dass ich den hier reingepackt habe. So, ich bringe jetzt den Stein weg. Und dann kann ich nämlich diese Truhe auch abbauen. So, oh, da waren Karotten drin. So, und nach oben. Ja, ob, warte, ja. Oh, ja. Der ist eigentlich, Moment, das ist schwer. Ich habe mir jetzt das nicht so vorbereitet. Ich habe einige von denen noch nicht mal gelesen irgendwie. Aber ob mir das spontan halt was dazu einfällt. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob euch dazu irgendwie was eingefallen wäre. Von bei euch irgendwie in der Nähe oder so. Keine Ahnung, ob bei euch so eine Pedo-Hütte auch in der Nähe steht. So ein Pedo-Häuselchen. Das weiß ich ja leider nicht. Ich kenne die meisten von euch leider nicht privat. Das heißt leider, ist wahrscheinlich sogar besser so. Nichts gegen euch, ne, aber. So. Ja, gut. Wie nennen Kannibalen einen Mediziner? Ja, ganz einfache Sache: Hotdog. Es wäre, glaube ich, sogar noch lustiger gewesen mit zwei Leuten. Ja, ich brauche mir eine neue Spitzhacke machen. Weil, naja. Ja, und wie nennen die dann einen Rollstuhlfahrer? Ja, er ist auf Rädern, aber den kannte ich zum Beispiel schon in der Grundschule. Den werden die meisten von euch, glaube ich, auch schon kennen. Ach, Grundschule, das sind schon so geile Zeiten gewesen. Ach, ich kann jetzt ja hier in diesem Snapshot kann ich auch schon wieder so machen. Manchmal spiele ich nämlich nur eine 1.5.2, deswegen habe ich mir das letztens wieder abgewöhnt, weil ich 2, 3 Tage jetzt gerade nicht aufgenommen habe. Ja Gott, Herrgott, ich muss ja nicht jeden Tag aufnehmen, ne? Von daher, naja. Aha, der ist gut. Ja, da fällt mir auch selber wieder was zu ein. Ich habe ja, mache ja Aktien, spiele ich halt auch schon Aktienvideo hochgeladen, glaube ich. Ja, dazu zu Aktienhandel und so. Obwohl das eigentlich nicht, diese Anekdote ist eigentlich nicht der Realität entsprechend, weil es eigentlich gar nicht stimmt, was da drin steht. Ja, ich werde euch ja, warum hat die Frankfurt, wollte mich verarschen hier, warum hat die Frankfurter Börse keine Toiletten? Die werden nicht gebraucht, denn dort bescheißt eh jeder jeden. Also der ist gut, aber er ist nicht der Realität entsprechend und ich verstehe nicht, warum ich einige Blöcke einfach nicht abbauen kann. Die sind hier schon wieder nicht. Ich meine, ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ich hier cheate. Ich cheate zwar, aber ich bekomme den Block dadurch auch nicht. Also es ist eigentlich kein Cheating. Weil Cheating ist machen, also handeln zum Vorteil durch illegale, was weiß ich, ach egal. Ich verstehe das nicht. Warum ich einige von denen nicht abbauen kann, als wenn das so andere Steine wären irgendwie. Ich hab ja schon das mit Eisenspitzhacken probiert. Ihr hört auch, wie ich drauf kloppe. Ja, den. Super, den will ich ja gar nicht abbauen. Naja, mal gucken. Vielleicht kann den ja Chris irgendwann abbauen in der nächsten Folge oder so. Ja, was steht auf dem Grabstein einer Putzfrau? Sie kehrt nie wieder. Ach. Um mal hier ein bisschen runterscrollen. Ja, ein Cowboy ohne Pferdsattel, Schlepper kennt ja jeder.
Ja, warum hat Gott von Adam eine Rippe geklaut, um daraus eine Frau zu machen? Er wollte zeigen, also das ist gemein wieder gegenüber den Mädchen so, aber er wollte zeigen, dass beim Diebstahl nichts Vernünftiges herauskommt. Ja, aber der nächste ist auch. Ich kenne jemanden, der ist, also der macht Leistungssport, ja genau wie ich. Leichtathletik ist ja Leistungssport. Da sollte man ja sich nicht ungesund ernähren und so, und der bringt immer zum Weltcup Fruchtsäcke mit. Und dazu die nächste Anekdote. Wie nennt man einen Lilliputan, der 20 Kinder hat? Fruchtzwerge, ja. Oh. Ich weiß nicht, ob die meisten von euch noch einen Opel Manta kennen. Wahrscheinlich sagt es euch weniger. Also es war ein Viersitzer früher und naja. Das Viersitzer erwähne ich deswegen wegen, was ist der Unterschied zwischen der FDP und einem Manta? Der Manta hat mehr Sitze. Ich glaube, die müsste bestimmt von 2010 oder 2011 oder 11. Wo gerade hier dieser. Hab's noch ein bisschen vergessen. Naja. Achso, ist ja schon. Ja, das sind zwei, die auf dieselbe Antwort hinauslaufen. Was ist ein Kondom mit Loch und was ist ein Mathelehrer Pedro? Ich sag jetzt Mathelehrer wegen. Ich sag jetzt nicht dabei, ja. Ihr wisst schon, kennt meinen Mathelehrer nicht, ja. Ja, Kinderüberraschung, sage ich nur, ne? Kondom mit Loch, Kinderüberraschung. Pedro im Gebüsch, Kinderüberraschung. Warum reiben sich Mädchen morgens die Augen? Weil sie keinen Hoden zum Kratzen haben. Naja, ist jetzt nicht der Beste und ist auch nicht der Schlechteste. So, jetzt leckt es gerade. Ah, ich glaube, ich konnte den nicht abbauen, weil es diese. Weil das diese Silbersteinblöcke waren, die Silbersteine gespawnt hätten, wenn ich denn nicht in dem. Peaceful Ding da gewesen wäre oder so. Naja. Welche Sprache spricht man in der Sauna? Schweizerdeutsch. Das fällt mir nur Schweizerdeutsch zu ein. Ja. Wie nennt man einen intelligenten Toilettenbesucher? Klugscheißer. Wer ist patriotischer? Die Italiener oder die Franzosen? Die Italiener natürlich, die trinken ihren Wein aus Römern. Oder hast du schon mal einen Franzosen gesehen, der seinen Wein aus Pariser trinkt? Ja. Warum aus Römern? Okay. Wie nennen Kannibalen ein Skelett? Leer gut. Hey. Der war wieder gut. Und mehr hat diese Seite hier leider nicht. Das waren jetzt mehrere Seiten. Naja. Ich bin unten angekommen. Heißt, ich werde Schluss machen mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.